Hallo, mein Name ist Maike Kranz von 123 Effizient dabei. Es geht nochmal um das Thema Führung und zwar schauen wir uns an, in welcher Position ist die Führungskraft eigentlich. Es wird immer von der Sandwich-Position gesprochen, also oben drüber ist der Vorstand, die Geschäftsführung, die Erwartungen an eine Führungskraft haben. Darunter sind die Mitarbeiter, die selbstverständlich auch Erwartungen an ihre Führungskraft haben. Ja, und die Führungskraft sitzt irgendwie so in der Mitte und muss da alles erfüllen. Aber ist das wirklich schon alles? Gibt es nicht noch viel mehr? Sandwich, würde ich sagen, passt gar nicht so richtig, sondern es kommen noch von viel mehr Seiten Erwartungen an eine Führungskraft heran. Und das möchte ich gleich einmal genauer beleuchten. Ja, gehen wir also einmal auf die Erwartungen an eine Führungskraft ein. Ja, das übliche Bild ist, man befindet sich in der Sandwich-Position. Oben haben wir die Geschäftsleitung, unten haben wir die Mitarbeiter und mittendrin haben wir das arme Würstchen, nämlich die Führungskraft. Das ist ein verbreitetes Bild, so sehen sich viele, aber das ist zu kurz gegriffen. Es ist weitaus komplexer. Wir haben eine Führungskraft, ja, wir haben die Geschäftsführung, die Erwartungen an die Führungskraft stellt. Ja, die Zahlen sollen stimmen, es soll alles gut laufen, die Prozesse sollen vernünftig sein. Es gibt die Mitarbeiter, die stellen natürlich auch eine Erwartung an ihre Führungskraft. Soll mich fördern, soll mir Anerkennung schenken, soll Probleme vielleicht für mich lösen, soll mich weiterqualifizieren. Dann gibt es aber auch Anforderungen, die die Führungskraft an sich selbst hat. Anforderungen wie, möchte anerkannt werden, möchte auch Anerkennung letztendlich von der Geschäftsführung haben, hat vielleicht Erwartungen an Qualität, Perfektion. Eben an sich selbst auch, wo soll es weitergehen, ne? Wo ist hier mein Weg im Unternehmen, was will ich als nächstes erreichen und wie komme ich dahin? Dann gibt es natürlich auch noch Erwartungen auf derselben Ebene von Führungskollegen. Ne? Wenn ich jetzt, sagen wir mal, Leiter Einkauf wäre, was erwartet dann der Leiter Verkauf und der Leiter Konstruktion und der Leiter Produktion von mir, ne? Leiter Verkauf sagt, ja, hier, der Einkauf soll mal zusehen, dass wir hier günstige Produkte produzieren können. Ne? Günstig einkaufen, dann muss das auch hinkriegen hier, muss auch seinen Laden im Griff haben. Und der Leiter Konstruktion sagt, ja, wir haben hier tolle Sachen konstruiert, jetzt soll der Einkauf auch mal zusehen, dass wir hier die Teile bekommen, ne? Dass das auch alles produziert werden kann. Die Produktion sagt, ja, jetzt soll der Leiter Einkauf mal zusehen, dass die Teile auch rechtzeitig kommen, ne? Und in der Qualität, wie wir es brauchen, sonst können wir das ja alles gar nicht leisten. Also auf derselben Ebene werden auch ganz viele Anforderungen an eine Führungskraft gestellt. Da gibt es natürlich noch den Kunden. Ich habe das jetzt mal farblich abgegrenzt, weil das jetzt nicht mehr im System Unternehmen ist, sondern ein weiteres System, aber der Kunde spielt ja eine wichtige Rolle. Ne? Also der Kunde hat ja auch irgendwelche Erwartungen, die vielleicht so gar nicht formuliert sind, aber also nicht so direkt formuliert. Ne? Üblicherweise hat ja nur der Verkauf wirklich direkten Kontakt mit dem Kunden, aber nichtsdestotrotz hat der Kunde natürlich auch eine gewisse Erwartung an andere interne Abteilungen. Und dann vielleicht noch viel Familie. Ne? Führungskraft ist ja wahrscheinlich auch nicht allein auf der Welt. Hat Freunde, Familie, pflegebedürftige Eltern. Solche Dinge, die da auch noch hineinspielen. Auch Anforderungen, die jetzt gestellt werden. Ne? Mach pünktlich Feierabend und hab auch bitte am Wochenende für uns Zeit und im Urlaub. Ne? Heute hat das Kind Geburtstag, bitte mach das schon um 2 Feierabend, damit du beim Kindergeburtstag mit dabei bist und solche Dinge. Ja? Das heißt,
Es ist nicht eine Sandwich-Position, oben Druck, unten Druck. Nein, nein, nein. Es ist viel umfangreicher und es prasselt letztendlich von allen Seiten auf einen ein. Ganz viele Anforderungen. Und Sandwich ist einfach nicht das richtige Wort dafür. Ich habe noch kein besseres Wort. Können wir gemeinsam mal drüber nachdenken? Bringen Sie gerne mal Kommentare dazu, zu diesem Blogartikel oder unter diesem Video, wie Sie das nennen würden. Was ist das eigentlich für eine Position? Wenn von allen Seiten Anforderungen gestellt werden und auch von mir selbst. Ja, also aus mir selbst heraus, nicht nur von außen, sondern aus mir auch. Schon komplex. Ich bin gespannt, was Ihnen dazu einfällt. Hat Ihnen das Video gefallen? Dann abonnieren Sie meinen Kanal. So erhalten Sie jede Woche sofort umsetzbare Tipps für mehr Effizienz an Ihrem Arbeitsplatz. Melden Sie sich bitte auch zum kostenlosen Newsletter an. Als kleines Dankeschön schenke ich Ihnen mein 24-seitiges E-Book mit meinen 10 besten Tipps für mehr Produktivität im Büro. Dazu einfach.